Eine Entdeckung, die die Welt verändert. Wenn man die Atome von Uran spaltet, wird unglaublich viel Energie frei. Und schier unendliche Möglichkeiten bietet. Vielleicht für Autos, Schiffe, U-Boote und in der Medizin. Doch sie bringt auch die Angst vor einem Atomkrieg mit sich. Als die Sowjets die Bombe hatten, ging das Wettrüsten los. Da bekamen die Amerikaner richtig Angst. Geheimhaltung wird zum obersten Gebot. Mit der Atombombe begann ein neues Zeitalter. Lange geheim gehaltene Geschichten. Die amerikanische Ostküste war in großer Gefahr. Von einer Welt am Abgrund. 600 Millionen Tote, nur durch amerikanische Waffen. Es hieß, wenn es soweit kommt, dann löschen wir sie aus. Erst Jahrzehnte später können sie endlich erzählt werden. Im Jahr 1995 gibt die US-Regierung Millionen geheimer Dokumente frei. Die sind die Chronik eines düsteren Kapitels der amerikanischen Geschichte. Ihr Inhalt? Informationen über menschenverachtende Militärprogramme. Thousands of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities and military bases around our nation. In too many cases, informed consent was withheld. Angesichts der Gefahr durch Kernwaffen lässt die US-Regierung Strahlentests an ahnungslosen Menschen durchführen. In one experiment, scientists injected plutonium into 18 patients without their knowledge. And that was wrong. Doch medizinische Experimente sind nicht alles. We have declassified thousands of government documents, the files from the Second World War, the Cold War. Die Geheimakten offenbaren die dunkle Wahrheit des Atomzeitalters. Misstrauen, die Angst vor einem Atomkrieg und antikommunistische Hetze ermöglichen, wofür Clinton sich Jahrzehnte später entschuldigt. So today, by making ourselves accountable for the sins of the past, I hope more than anything else, we are laying the foundation stone for a new era. Alles beginnt mit dem Atom. Atomare und subatomare Physik waren die Themen in der Physik Anfang des 20. Jahrhunderts. Dafür bekam man den Nobelpreis. Damit befassten sich einige der schlauesten und angesehensten Wissenschaftler. In den 30er Jahren gelingt ein Durchbruch. Wissenschaftler entdecken die Kernspaltung, Teilung von Atomen. Aber der Durchbruch kommt zur denkbar schlechtesten Zeit und am falschen Ort. Die Kernspaltung wurde zum ersten Mal nachgewiesen in Berlin im Winter 1938. Bei der Spaltung von Atomkernen wird enorme Energie frei. Eine Bombe, die so funktioniert, hätte gewaltige Sprengkraft. Diejenigen in den USA, die diese Entwicklung am meisten Sorgen machten, waren europäische Physiker, die vor den Nazis geflohen waren. Sie entsetzt die Vorstellung, dass die Nazis Atomwaffen besitzen könnten. Die USA starten ein umfangreiches Forschungsprojekt. Im Juni 1942 gab Franklin D. Roosevelt das Sofortprogramm frei, eine Atombombe zu bauen. Daraus wurde später das Manhattan-Projekt. Vollkommen neue Städte werden gebaut, wie Hanford im Bundesstaat Washington, Oak Ridge in Tennessee und Los Alamos in New Mexico. Dort wird schließlich die erste Atombombe gebaut. Tausende Menschen arbeiten unter höchster Geheimhaltung an dem Projekt, das industrielle Ausmaße annimmt. Vieles von dem, was wir heute unter Geheimhaltung verstehen, wie Verfahren zur Sicherheitsfreigabe oder die Prüfung der Freigabe geheimer Dokumente, wurden für das Projekt zum Bau der Atombombe entwickelt. Mit der Bombe begann also die Geheimhaltung in den USA.
Nach 2 Jahren Arbeit und Investitionen von 2 Milliarden Dollar hat die US-Regierung, was sie wollte. Am 6. August 1945 wurde eine Atombombe auf Hiroshima abgeworfen. Die Welt ist geschockt. Vor allem die Sowjetunion, die im Zweiten Weltkrieg enorm hohe Verluste hinnehmen musste. Die Sowjetunion verlor 27 Millionen Menschen, die höchste Opferzahl, die es je gegeben hat. Die Amerikaner, ihre Alliierten, haben die Bombe ohne ihr Wissen gebaut. Mitte der 1940er entwickelte sich ein starkes Misstrauen, das letztendlich zum Kalten Krieg führte. Die Sowjets sehen die USA zunehmend als Bedrohung. Sie befürchteten eine Schieflage im weltweiten Kräfteverhältnis, wenn nur die Vereinigten Staaten Atomwaffen besäßen. Wenige Jahre später kontert die Sowjetunion. Am 29. August 1949 zündet sie ebenfalls eine Atombombe. Es war eine genaue Kopie der amerikanischen. Nun sind die Amerikaner geschockt. Sie befürchten, dass die Sowjets mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln den Kommunismus in der gesamten Welt verbreiten wollen. Am Ende des Jahrzehnts setzt sich der Kommunismus in immer mehr Ländern durch. Es kommt zur Revolution in China und zur Umwälzung in osteuropäischen Staaten. Die Sowjetunion verbreitet aktiv kommunistische Propaganda und weitet ihren politischen Einfluss aus. Die USA müssen sich gegenüber der Sowjetunion behaupten, die ihren Machtbereich immer mehr ausdehnt. Und jetzt hat sie auch noch ihre eigene Atombombe. In Amerika entwickelt sich eine fast schon hysterische Bewegung, die alles tut, um die Verbreitung des Kommunismus zu stoppen. In dieser Zeit heizt sich die politische Stimmung in den USA immer mehr auf. Manche werden zu erbitterten Antikommunisten, die in fast jedem einen Staatsfeind sehen. Die Bombe spielte dabei eine große Rolle, weil die Amerikaner sich durch sie bedroht fühlten. Die Situation wird noch angespannter, als klar wird, wie die Sowjets zu ihrer Bombe gekommen sind. Durch Spione beim Manhattan-Projekt. Anfang 1950 nahm die Briten Klaus Fuchs fest. Fuchs galt als Genie. Er soll ein fotografisches Gedächtnis gehabt haben und war ein brillanter theoretischer und mathematischer Physiker. Er war so vertrauenswürdig, dass er die Kinder seiner Kollegen hütete, wenn sie auf Partys gingen. Sie wären nie auf die Idee gekommen, dass er alles, was er erfuhr, an die Sowjets weitergab. Klaus Fuchs ist das erste Glied einer Kette, die zu einer der größten Spionageaffären in der US-Geschichte führt. Fuchs verrät den Namen seines Mittelmanns zu den Russen, David Greenglass. Der gibt an, von seinem Schwager Julius Rosenberg angeworben worden zu sein. Julius Rosenberg hat eine kleine Maschinenreparaturwerkstatt in der Bronx. Er wird im Juli 1950 verhaftet. Seine Frau Ethel, die Schwester von David Greenglass, einen Monat später. Beide sind Mitglieder der Kommunistischen Partei. In den Gerichtsakten werden sie als Superspione dargestellt. Sie verweigern die Aussage. Die Rosenbergs leugnen, irgendetwas damit zu tun zu haben und sagen, es sei eine antikommunistische Verschwörung. Doch es sieht nicht gut für sie aus. Besonders nachdem Ethels Bruder David Greenglass gegen sie aussagt. Beide werden für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Richter Kaufman verhängte das Todesurteil mit der Begründung, die Rosenbergs hätten der Sowjetunion zur Atombombe verholfen und tausende amerikanische Gefallene im Koreakrieg auf dem Gewissen. Das war verrückt. Die Europäer dachten, die USA hätten den Verstand verloren. Es gab verschiedene Versuche, eine Begnadigung zu erwirken. Alle ohne Erfolg.
Für die amerikanische Linke war das ein Skandal, weil die vorgelegten Beweise unzureichend waren. Bis zum Ende beteuern die Rosenbergs ihre Unschuld. Julius und Ethel Rosenberg werden auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Noch Jahrzehnte später wird darüber diskutiert, ob sie zu Recht verurteilt wurden. Als 1995 die Geheimdokumente veröffentlicht werden, zeigt sich, dass die Staatsanwaltschaft viel mehr wusste, als bekannt war. Während des Zweiten Weltkrieges hörten die USA zahlreiche sowjetische Funksprüche ab und verbrachten jede Menge Zeit damit, die Codes zu entschlüsseln. Dieses Spionageprojekt lief unter dem Decknamen Winona. Aufgrund des entschlüsselten Funkverkehrs besteht kein Zweifel. Julius Rosenberg war ein Spion. Die echten Namen der Spione tauchen in den sowjetischen Dokumenten nicht auf. Julius hatte einen ausgefallenen Codenamen, Antenna. Doch bei Ethel liegt die Sache anders. Ethel wird mit ihrem richtigen Namen genannt. Das bedeutet, dass sie kein Spion war. Sie war nur die Frau von einem und daher unbedeutend. Diese Informationen hätten Julius Rosenberg immer noch überführt. Doch Ethel hätten sie entlastet. Die USA wollten nicht, dass die Sowjets wussten, dass sie ihre Codes geknackt hatten. Deswegen wurden die Beweise nie dem Gericht vorgelegt. In diesem Fall ist die Geheimhaltung so wichtig, dass das Leben einer Unschuldigen dafür geopfert wird. Aus Unterlagen, die 2014 veröffentlicht wurden, geht hervor, dass David Greenglass vor Gericht gelogen hat. Am Anfang spielte er Ethels Rolle herunter, doch später bezichtigte er sie, Geheimberichte abgetippt zu haben und viel stärker beteiligt gewesen zu sein. Ethel Rosenberg wird von ihrem eigenen Bruder verraten. Er gab später zu, einen Meineid geleistet zu haben. Der Grund? Dadurch, dass er Julius und Ethel auslieferte, wurde seine Frau Ruth verschont. Greenglass selbst kommt mit einer Haftstrafe von 15 Jahren davon. Seine Frau wird nicht mal angeklagt. Heute stellt man sich die Frage, warum mussten sie unbedingt hingerichtet werden? Sie spionierten für einen Alliierten. Klaus Fuchs bekam nur 14 Jahre und saß sie nicht mal alle ab. Der fragwürdige Umgang mit dem Fall Rosenberg hinterlässt bis heute einen bitteren Beigeschmack. Die Vereinigten Staaten hatten nichts Handfestes gegen die Rosenbergs vorzuweisen. Jeder konnte es so auslegen, wie es ihm passte. Das heizte die ohnehin schon verbreitete Polarisierung in dieser Zeit an. Es war eine sehr dunkle Stunde im Kalten Krieg. Als Julius und Ethel Rosenberg im Juni 1953 hingerichtet werden, geht die Jagd auf Kommunisten in den USA richtig los. Der Wahlspruch lautet, lieber tot als rot. Die Sowjets waren eine Bedrohung, aber keine so extreme. Scheint etwas auch nur im Ansatz kommunistisch, greift die Polizei brutal durch. Senator Joseph McCarthy gewinnt an Macht. Er behauptet, innerhalb der amerikanischen Regierung seien zahlreiche Kommunisten. Die Bevölkerung hatte vor einer Unterwanderung Angst. Das ebnete den Weg für die McCarthy-Ära. Es war eine gefährliche Zeit in der amerikanischen Politik. Niemand weiß, wem er noch trauen kann, also wird niemandem mehr vertraut. Wie nie zuvor sind die Amerikaner besessen davon, alles geheim zu halten. We ask every citizen to immediately report any information regarding espionage, sabotage or un-American activities. J. Edgar Hoover, das FBI und Sonderermittler beginnen, die Loyalität von Leuten wie Robert Oppenheimer anzuzweifeln. Robert Oppenheimer ist der Leiter des Manhattan-Projekts in Los Alamos. Robert Oppenheimer war ein amerikanischer theoretischer Physiker. Schon als Kind war er hochintelligent.
Nach Ende des Krieges ist fraglich, ob das US-Atomprogramm weitergeführt wird. Zwischen Oppenheimer und seinem ehemaligen Freund und Kollegen, dem bedeutenden Physiker Edward Teller, kommt es zum offenen Konflikt. Teller wurde zu einem großen Verfechter für den Bau der Atom- und der Wasserstoffbombe. Die ist sogar noch 1000-mal stärker. Doch Oppenheimer ist von dieser Waffe nicht überzeugt und er ist nicht der Einzige. Viele Wissenschaftler waren gegen den Bau der Wasserstoffbombe. Der Beratungsausschuss der US-Atomenergiebehörde votierte einstimmig dagegen. Sie hielten die Waffe für zu groß für militärische Ziele und befürchteten, sie würde zu Völkermord führen. Doch Teller lässt nicht von der Idee ab und wird zum Vater der Wasserstoffbombe. Er war der Meinung, wenn die Sowjets eine Atombombe haben, ist die angemessene Reaktion der USA, eine Wasserstoffbombe zu bauen. Man müsse immer einen Schritt voraus sein. Jeden, der die Entwicklung von Kernwaffen behinderte, sah er als potenziellen Vaterlandsverräter. Teller schließt sich mit Louis Strauss zusammen, dem Vorsitzenden der Atomenergiebehörde. Er treibt ebenfalls den Bau der Wasserstoffbombe voran. Strauss war nicht gut, auf Oppenheimer zu sprechen. Der respektierte ihn nicht und machte sich sogar über ihn lustig. Teller und Strauss sind sich einig, bei Oppenheimer ist das geheime Wissen über Atomwaffen nicht mehr sicher. Es war eine Verschwörung zwischen Strauss, Teller und einigen anderen Wissenschaftlern. Das Schicksal spielt ihnen in die Hände. Präsident Eisenhower erhält ein Schreiben, in dem Oppenheimer bezichtigt wird, ein sowjetischer Agent zu sein. Oppenheimers Vergangenheit wurde ihm zum Verhängnis. In den 1930ern hatte er sich in kommunistischen Kreisen bewegt. Es ist nicht sicher, ob er selbst Mitglied der kommunistischen Partei war, aber seine damalige Frau, sein Bruder, seine Schwägerin und einige Kommilitonen waren es. Oppenheimer wird zu einer Sicherheitsanhörung geladen. So eine Anhörung ist kein Prozess, aber sie funktioniert sehr ähnlich. Für Oppenheimer war es ein schreckliches Erlebnis. Jede Entscheidung, die er je getroffen hatte, jeder Rückschlag, den er erlebt hatte, Affären, Lügen gegenüber Sicherheitsbeamten, alles kam ans Licht. Einer der Letzten, die eine Aussage machen, ist Edward Teller. Teller sagte, er würde lieber jemand anderen auf dieser Position sehen. Mit anderen Worten, er würde Oppenheimer nicht trauen. Nach fast 3 Wochen gibt die Kommission ihre Entscheidung bekannt. Sie sagten zwar, dass sie keine Beweise dafür hätten, dass er ein Spion sei, aber sie kommen zu dem Schluss, er habe die Interessen der Vereinigten Staaten geschädigt. Ihm wird die Sicherheitsberechtigung entzogen und er wird ins wissenschaftliche Exil getrieben. Von der Anhörung wird er sich nie mehr richtig erholen. Doch wie sich herausstellt, war es ein abgekartetes Spiel. Das zeigen einige der freigegebenen Dokumente. Den Verteidigern wird es von Anfang an schwer gemacht. Sie können viele der Aussagen gegen ihren Klienten nicht einsehen. Sie müssen den Raum verlassen, wenn die Staatsanwaltschaft geheime Informationen vorlegt. Sie werden sogar abgehört. Mai 2009. Notizbücher mit Informationen aus dem KGB-Archiv werden veröffentlicht. Sie bestätigen, Oppenheimer war nie als Spion für die Sowjets tätig. Erst 2014 sah das Energieministerium die Unterlagen der Anhörung erneut durch. Es entschied, dass alles veröffentlicht werden durfte. Die Freigabe vom Oktober 2014 ist die bisher umfassendste. 19 Bände an Transkripten der Anhörung werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die meisten sprechen für Oppenheimers Unschuld.
Oppenheimer belasteten die Anhörung und ihre Folgen schwer. Er zog sich auf eine Insel in der Karibik zurück und fing an zu trinken. Für viele gilt er als weiteres unschuldiges Opfer der sogenannten Roten Angst. Er wurde zum Märtyrer. An seinem Fall sieht man, wie Menschen, die andere politische Ansichten hatten, zum Schweigen gebracht wurden. Die Hexenjagd auf vermeintliche Kommunisten geht weiter. Und Edward Tellers Vision einer neuen Kernwaffe, der Wasserstoffbombe, erhält immer mehr Zuspruch. Er nennt sie die Super. Anfang 1952 führen die USA zahlreiche Tests mit thermonuklearen Bomben durch, um ihre Sprengkraft zu erforschen. Diese Filmaufnahmen werden erst 2017 freigegeben. Sie zeigen die Detonation der zerstörerischsten Waffe, die es je gab. Würde Amerika sie einsetzen? In den 1950ern stocken die Vereinigten Staaten ihr Atomwaffenarsenal in Rekordtempo auf. Von 50 Bomben am Anfang des Jahrzehnts auf 12.000 an seinem Ende. Offiziell heißt es, sie dienen der Abschreckung. Doch ein 2015 freigegebener Plan zeigt, es war keine reine Machtdemonstration. Es gab konkrete Pläne für ihren Einsatz. Wenn man solche Waffen besitzt, muss man auch damit rechnen, sie einzusetzen. Am Ende von Eisenhowers und zu Beginn von Kennedys Amtszeit wurden Pläne für einen Atomkrieg entwickelt. Sie waren streng geheim. Die Strategic Air Command Atomic Weapons Requirements Study for 1959 ist die umfangreichste US-Militärstrategie, die je veröffentlicht wurde. Das Beunruhigendste war die Annahme, dass die Sowjetunion bei einem Krieg gegen die USA sofort Atomwaffen einsetzen würde. Der Plan der Amerikaner, mit Atomwaffen zurückschlagen. Wir wollten unser gesamtes Arsenal abfeuern. Und zwar auf einen Schlag. Das 800-seitige Dokument nennt zwei Arten von Zielen. Zunächst militärische Einrichtungen. Strategische Bombardierungen dienen dazu, den Gegner zu schwächen. Man nimmt also Militärstützpunkte, Flughäfen und Ähnliches ins Visier. Und wie es im Report ganz nüchtern heißt, Industriezentren. Sie wollen die industrielle Infrastruktur zerstören und damit auch die Städte. Ziele sind Ballungsgebiete in China, der Sowjetunion und Osteuropa. Auf der Liste mit über 1000 Städten steht Moskau ganz oben. Der radioaktive Niederschlag hätte unsere Alliierten getroffen. Der Plan war, die komplette Sowjetunion innerhalb von 3 bis 10 Stunden zu zerstören. Vielleicht wäre danach ganz Europa verloren, doch die USA würden überleben. Die Tötung von Zivilisten wurde in Kauf genommen, um den Willen des Gegners zu brechen. Die US-Regierung wollte sich nicht eingestehen, dass bei vielen der Ziele eine große Anzahl an Zivilisten sterben würde. Das würde keine Regierung je zugeben, weil das ein Kriegsverbrechen ist. Selbst bei einer überarbeiteten Version des Plans sind die Kollateralschäden immer noch enorm. Einer Schätzung der Regierung zufolge würden hunderte Millionen Sowjetbürger sterben. Eine unglaubliche Zahl. Über 600 Millionen Tote nur durch amerikanische Waffen. Einen Gegenschlag der Sowjets nicht eingerechnet. Weite Teile des Globus würden ausgelöscht werden. Doch hätten die USA das auch durchgezogen? Der Beweis liegt in den Kriegsplänen. Es hieß, wenn es dazu kommt, löschen wir sie aus. Mit den Folgen müssen wir irgendwie klarkommen.
If North America is ever attacked by a hostile force with manned bombers, it would, as you have just seen, be subjected to a continuous, intensively devastating attack from as far out as possible with every type of lethal weapon in our air defense arsenal. Bei einem dritten Weltkrieg gäbe es keine Gewinner oder Verlierer. Das Gleichgewicht des Schreckens und die sogenannte wechselseitig zugesicherte Zerstörung werden zu berüchtigten Schlagworten des Kalten Kriegs. Die einzige Hoffnung, dass es nie dazu kommen wird. Viele Wissenschaftler glauben immer noch an eine friedliche Nutzung der Atomkraft. Von Beginn an hatten Wissenschaftler den Traum, dass Atomenergie für gute Zwecke und nicht nur zur Kriegsführung eingesetzt werden würde. Viele der Wissenschaftler wollten diese Technologie in der Medizin, in der Forschung oder in der Lebensmittelproduktion anwenden. Sie hofften, dass sie nicht nur dafür verwendet werden würde, Städte auszulöschen. 1946 berichten medizinische Fachzeitschriften das erste Mal über den Einsatz von Radionukliden, also instabilen Atomen in der Krebsforschung. Durch das Einfangen der Energie von Atomen steht der Wissenschaft ein wunderbares neues Werkzeug zur Verfügung, um Krankheiten zu erforschen und zu besiegen, zum Wohle der Menschheit. Andere Visionen zu ihrer Verwendung klingen wie Science Fiction. Einige Ideen waren recht bodenständig, andere dagegen vollkommen abwegig. Sie wollten Flüsse umleiten, Bergketten umformen, im Grunde die Oberfläche der Erde verändern. Es gab sogar Pläne, Hurricanes umzuleiten, indem man neben ihrem Auge eine Wasserstoffbombe zündet. Einige dieser wilden Fantasien werden fast genehmigt. Wie ein künstlicher Hafen in Alaska, der durch die Zündung von mehreren Wasserstoffbomben ausgehoben werden soll. Beim Orion-Projekt sollten Atomexplosionen ein Raumschiff antreiben. Die Technologie zum Bau einer Atomrakete ist bereits weit entwickelt. Durch sie können wir unsere Forschungen im Weltraum ausweiten. Die Atomforschung verspricht eine schöne neue Welt. Doch schnell folgt die Ernüchterung. Es wurde keine Zauberpille entwickelt, die sofort alle Krankheiten heilt. So etwas kommt dabei heraus, wenn man hochkreativen Menschen sagt, findet eine sinnvolle Anwendung dafür, bei der niemand stirbt. Ein Großteil des Budgets wird immer noch in die Entwicklung von Atomenergie zu militärischen Zwecken investiert, meistens streng geheim. Die gewaltige Energie des Atoms könnte für Flugzeuge verwendet werden. Die Atomenergiebehörde, die Air Force und General Electric arbeiten bereits zusammen an einem Kernkraftwerk für ein Flugzeug von Convair. Die Air Force gibt den Bau des ersten atombetriebenen Flugzeugs in Auftrag. Einzelheiten zum Triebwerk? Natürlich streng geheim. September 1955. Ein modifizierter Convair NB-36H-Bomber startet zu seinem Jungfernflug. Ein voll funktionsfähiger Atomreaktor. Insgesamt absolviert die Maschine 47 Testflüge. Aber der Reaktor wird auf keinem von ihnen zum Antrieb verwendet. Und das Projekt wird 1961 eingestellt. Doch die Entwicklung von Atomtriebwerken wird damit noch nicht komplett aufgegeben. Dies ist die Geschichte der Nautilus. Sie ist das weltweit erste atombetriebene U-Boot. Das erste Mal wird Kernspaltung zum Antrieb verwendet. Im Juni 1952 bezeichnet Präsident Truman die USS Nautilus als einen Durchbruch in der Kernphysik. This ship will be something new in the world. The heat in her boilers will be created by the same force that heats the sun.
Die Atomspaltung zum Antrieb zu verwenden, ist ein Meilenstein in der Atomwissenschaft. Die Nautilus kann theoretisch ohne zu tanken die Welt umrunden, angetrieben von einem Klumpen Uranium in der Größe eines Golfballs. Der Öffentlichkeit wird sie als das höchst entwickelte U-Boot seiner Zeit präsentiert. Doch die eigentliche Sensation, ihr Atomantrieb, wird mit keinem Wort erwähnt. Und am 25. April 1958 legte die Nautilus von ihrem Heimathafen in New London, Connecticut ab. Den Pazifik wird sie über den Panama-Kanal erreichen. Sie ist auf einer Mission mit dem Codenamen Operation Sunshine. Ende Juni erreicht sie den Marinestützpunkt Pearl Harbor in Hawaii. Die weitere Reiseroute ist streng geheim und nur der Besatzung, einigen wenigen hochrangigen Navy-Mitgliedern und dem Präsidenten bekannt. Offiziell soll sie nach Süden zum Äquator fahren und dann weiter nach Panama. Doch stattdessen geht sie auf Tauchstation und macht sich auf eine dreiwöchige Reise in den Norden. Unsichtbar unter dem Meer fuhr die Nautilus nach Norden zur arktischen Eiskappe und unter ihr hindurch. Sie war auf dem Weg zum Nordpol. Die Nautilus soll als erstes U-Boot den Nordpol unterqueren. Sie fährt ihn über die Beringstraße an, unter ihm hindurch und taucht vor Grönland wieder auf. Alle an Bord der Nautilus kannten ihr Ziel und die gefährliche Route, über die sie es erreichen sollten. Über ihnen bedeckte ein Kontinent aus Eis das Nordpolarmeer. Vor ihnen lagen 2900 Kilometer kalter, nasser Dunkelheit. Ohne Sichtkontakt umschifft die Nautilus in den dunklen Tiefen eine Bergkette, die auf keiner Karte verzeichnet ist, und steuert entschlossen auf ihr Ziel zu. Besatzung, hier spricht der Kapitän. In wenigen Sekunden wird die Nautilus etwas vollbringen, von dem jeder träumt, der zur See fährt. Den Nordpol zu erreichen. 8, 6, 4, 3, 2, 1, jetzt, für die USA und die US Navy, der Nordpol. 36 Stunden später taucht das U-Boot wieder auf und die USA berichten der gesamten Welt über Operation Sunshine. Sie präsentieren sie als eine wissenschaftliche Sensation. Die Nautilus hat Geschichte geschrieben. Ihre Besatzung bahnte sich ihren Weg unter der arktischen Eiskappe hindurch und brauchte so nur ungefähr die halbe Strecke vom Orient nach Europa. Doch bei der Sowjetunion kommt etwas anderes an. Die USA sind mit einem U-Boot bis vor ihre Haustür gefahren. Das nächste Mal könnte es Atomwaffen an Bord haben. Als erstklassiges Kriegsschiff und Wegbereiter der kommerziell genutzten Atomkraft läutet die Nautilus einen neuen Abschnitt des Atomzeitalters ein. Solche Machtdemonstrationen werden im Kalten Krieg zu einer gängigen Praxis der Abschreckung. April 1962. John F. Kennedy ist so beliebt wie nie. Viele befürworten seine kompromisslose Haltung gegenüber den Sowjets. Doch im Oktober desselben Jahres steht er vor einer seiner größten Herausforderungen. Khrushchev wollte Kuba schützen und das atomare Ungleichgewicht verringern, indem er Atomwaffen auf Kuba stationierte. Der Beginn der Kuba-Krise. Sowjetische Schiffe mit Atomsprengköpfen an Bord befinden sich nicht mal 200 Kilometer von Florida entfernt. Es war der reinste Wahnsinn. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Während die Welt den Atem anhält, ist selbst dem amerikanischen Präsidenten nicht bewusst, wie prekär die Lage tatsächlich ist.
Erst Jahrzehnte später kommt ans Licht, wie knapp die Welt einem Atomkrieg entkommen ist. Oktober 1962. Die sowjetischen Schiffe sind kurz vor Kuba und die US-Streitkräfte befinden sich in erhöhter Einsatzbereitschaft, der höchsten Alarmstufe, die je ausgerufen wurde. Die nächsthöhere bedeutet Krieg. Kennedy ordnet eine Seeblockade an. Das ist zwar ein kriegerischer Akt, aber er bezeichnet sie als Quarantäne, um sie harmloser erscheinen zu lassen. Über 200 amerikanische Kriegsschiffe werden um Kuba in Stellung gebracht und warten auf die Reaktion der Sowjets. Es ist eines der bekanntesten Ereignisse des Kalten Krieges, doch erst im Jahr 2002 kommen die gesamten Hintergründe ans Licht. Als die sowjetischen Schiffe auf den Sperrgürtel zuhielten, entdeckten die Amerikaner ein U-Boot, das sie begleitete. Die amerikanischen Schiffe beginnen mit kleinen Geschützen darauf zu feuern. Die Sowjets dachten, die USA wollten es versenken. Der Krieg hatte begonnen. Aus welchen Gründen sollten sie sonst ein Militärschiff angreifen? Sie wussten nicht, dass unsere Zerstörer den Befehl hatten, Wasserbomben auf sie abzuwerfen. Nicht um sie zu töten, sondern um sie zum Auftauchen zu zwingen. Was zu einer Katastrophe führen könnte. Die Amerikaner hatten keine Ahnung, dass sich Atomwaffen an Bord befanden. Und dass drei der führenden Offiziere autorisiert sind, sie zu zünden. Doch nur, wenn sie es einstimmig beschließen. Der Kapitän gibt den Befehl, einen Atomtorpedo abzuschießen. Einer der anderen Offiziere stimmt zu. Doch der dritte namens Arkhipov sagt, das werde ich nicht zulassen. Es hing nur an einem einzigen Menschen. Hätten sie gefeuert, wären die Folgen unvorstellbar gewesen. Wenn das passiert wäre, hätten sie die gesamte US-Flotte ausgelöscht. Die USA im Gegenzug Kuba und vermutlich Teile der Sowjetunion. Das ist nicht die einzige brenzlige Situation, die erst viel später bekannt wurde. Auf Fotos von amerikanischen Aufklärungsflugzeugen sind Startvorrichtungen für Raketen auf Kuba zu erkennen. Dort abgefeuert, könnten sie Ziele überall in den Vereinigten Staaten treffen. US-Generäle plädieren für einen Angriff auf das Land. Die Generäle wollen die Raketenstellungen bombardieren, in Kuba einmarschieren und die Regierung stürzen. Kennedy lehnt das ab. In den folgenden Tagen wird ein amerikanisches U-2-Spionageflugzeug abgeschossen. Die US-Truppen sind bereit zur Invasion. Nach 13 Tagen Säbelrasseln siegt die Diplomatie. Kennedy und Khrushchev werden sich einig, die Krise ist vorbei. Die Sowjets ziehen ihre Raketen von Kuba ab. Es ist Präsident Kennedys größter Erfolg. Er hat den Sowjets die Stirn geboten, eine Stationierung von Atomwaffen auf Kuba verhindert und die Welt gerettet. Doch die freigegebenen Dokumente zeichnen ein ganz anderes Bild. Ein Irrglaube bezüglich der Kuba-Krise ist, die Vereinigten Staaten hätten die Sowjetunion davon abgehalten, Atomwaffen auf Kuba zu stationieren. Erst in den 90er Jahren kam heraus, dass sie das schon längst getan hatten. Taktische Atomwaffen mit kurzer Reichweite, auch Gefechtsfeldwaffen genannt. Einige Raketen waren bereits einsatzbereit. Sie wären bei einer US-Invasion Kubas eingesetzt worden. Als McNamara davon erfuhr, wurde er kreidebleich. Dem US-Verteidigungsminister ist bewusst, wie nah die USA einer Invasion gekommen sind. Wenn sie einmarschiert wären, hätte das einen Atomkrieg ausgelöst, der vielleicht außer Kontrolle geraten wäre. So nah wie in diesen 13 Tagen im Oktober 1962 war die Welt einem Atomkrieg nie wieder.
Die Kuba-Krise zeigt, wie die Entscheidung eines U-Boot-Kapitäns oder wie eine Abwehrstellung auf Kuba einen ernsthaften Konflikt hätten heraufbeschwören können. Möglicherweise unter Einsatz von Atomwaffen. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Wenn man auf einen atomaren Erstschlag vorbereitet ist, könnte in jedem Moment der Dritte Weltkrieg ausbrechen. Der Auslöser ist vielleicht nur ein kleiner Fehler. 24. Januar 1961. In Faro im US-Bundesstaat North Carolina, 450 Kilometer südlich von Washington, D.C. Ein B-52-Bomber der US Air Force meldet einen Notfall. An Bord zwei Wasserstoffbomben mit einer Sprengkraft von je 4 Megatonnen. 260 Mal so stark wie die Atombombe, die Hiroshima zerstörte. Das Flugzeug gehört zu einer Operation mit dem Codenamen Chrome Dome. This, our country. And auf unser Land könnte ein Atomangriff verübt werden. Innerhalb von Minuten mit Raketen. Innerhalb von Stunden durch feindliche Flugzeuge. Um eine böse Überraschung zu verhindern, befinden sich einige unserer Flugzeuge ständig in der Luft, mit Atomwaffen an Bord. Bis zu 12 B-52-Flugzeuge mit Atomwaffen beladen sind stets einsatzbereit. Sie fliegen in die Nähe der sowjetischen Grenze, drehen um und kommen zurück. Die Abschreckung funktioniert. Doch bei Flugzeugen besteht auch immer die Gefahr, dass sie abstürzen. Abstürze mit Kernwaffen an Bord. Verlorene Atombomben. Das kommt so oft vor, dass es dafür einen Namen gibt. Der Begriff Broken Arrow bezieht sich auf einen Unfall mit Atomwaffen. Wenn es so genannt wird, ist es eine ziemlich üble Situation. 17. Januar 1966. Palomares, Spanien. Über dem kleinen Fischerdorf am Mittelmeer stößt ein amerikanischer B-52-Bomber mit vier Wasserstoffbomben an Bord in 9000 Metern Höhe mit einem Tankflugzeug zusammen und bricht mitten in der Luft auseinander. Strategic Air Command. Drei der geladenen Bomben fielen auf Land, die vierte versank im Mittelmeer. Offiziell heißt es, ein Flugzeug sei abgestürzt und dabei sei Gefahrgut freigesetzt worden. Doch die Presse deckt auf, dass irgendwo im Mittelmeer eine Atomwaffe vermisst wird. Kreuzer und Zerstörer versuchen mit Sonargeräten die verschwundene Bombe zu orten und überprüfen die Umgebung auf feindliche Aufklärer. Es dauert fast 3 Monate, bis die Bombe gefunden wird. Ein Mini-U-Boot befördert sie an die Oberfläche, unversehrt. Doch zwei der anderen drei Sprengkörper sind explodiert und haben 170 Hektar Land radioaktiv verseucht. Amerikanische Soldaten tragen monatelang kontaminierte Erde ab, rund 50 Lkw-Ladungen. Und damit war es nicht vorbei. Ich glaube, es wird noch immer plutoniumverseuchte Erde aus Spanien in die USA gebracht. Sie ist ein großes Gesundheitsrisiko. Immerhin können alle vier Bomben geborgen werden. Das ist nicht immer der Fall. Bei einem Zwischenfall 1968 in Thule, Grönland, kommt es auch zu einem Absturz mit Atomwaffen. In der Nähe des Polarkreises bricht an Bord einer B-52 ein Feuer aus. Die 7-Mann-Besatzung verlassen das Flugzeug. Einer von ihnen stirbt und die Maschine stürzt auf eine Eisscholle. Es gibt zwar keine Atomexplosion, doch auch hier detoniert beim Aufprall der konventionelle Sprengkörper. Durch den folgenden Brand wird radioaktives Material kilometerweit verteilt. Temperaturen um minus 40 Grad Celsius erschweren die Aufräumarbeiten. Die Männer schippen rund um die Uhr, entfernen über 7000 Kubikmeter verseuchtes Eis und Schnee, bevor es schmilzt und ins Meer fließt. Das Militär behauptet, alle vier Atomwaffen geborgen zu haben. Einem BBC-Beitrag aus dem Jahr 2008 zufolge
sollen jedoch zwei der Bomben auf den Meeresboden gesunken sein. Ein Jahr später konnte eine von der dänischen Regierung in Auftrag gegebene Untersuchung dies aber widerlegen. Januar 1961, North Carolina. Eine B-52, die ein Mayday abgesetzt hat, schafft es nicht zurück zum Stützpunkt. Der Bomber löst sich quasi in Luft auf. Er bricht auseinander und zwei der Bomben werden hinausgeschleudert. Wrackteile regnen auf eine Weide in der Nähe von Coldsboro. Eine der Bomben sinkt an einem Fallschirm zur Erde. Die andere stürzt in ein Feld. Das Pentagon behauptet, keine von ihnen hätte explodieren können. Doch 2013 wird bekannt, dass eine von ihnen kurz davor war zu detonieren. Diese Bombe löste von selbst die Kettenreaktion aus, die zu einer Explosion führt. Nur durch einen Zufall kam es nicht dazu. Nur ein Schalter wie dieser verhindert eine nukleare Katastrophe. Wenn der Schalter versagt hätte, wäre die Bombe hochgegangen und hätte einen großen Teil der US-Ostküste zerstört. Die Bombe, deren Fallschirm sich nicht geöffnet hat, bohrt sich fast 50 Meter in ein Sumpfgebiet. Erst nach 3 Tagen intensiven Grabens wird sie gefunden. Ihr Schalter war im Explosionsmodus. Sie war scharf. Wäre das bei der anderen Bombe der Fall gewesen, wäre sie auf jeden Fall explodiert. Der Kernbrennstoff kann aus ihrem Inneren entfernt werden, doch andere Teile der Bombe, die Uran und Plutonium enthalten, werden nie geborgen. Sie sind immer noch unter diesem Feld in North Carolina begraben. ...1968 wird die Operation Chrome Dome eingestellt. Aktuell bestätigt das US-Militär 32 Fälle von Broken Arrows. Informationen über 21 wurden freigegeben, 11 bleiben top secret. Am 9. November 1989 fällt die Berliner Mauer. Viele hoffen, dass dies auch das Ende von 5 Jahrzehnten der Paranoia und des Misstrauens ist. Es gab die Hoffnung, dass der Kalte Krieg nun vorbei ist. Die Russen kamen nicht. Das war ja die Befürchtung in all diesen Jahren gewesen. Die Sowjetunion zerfällt. Als die Geheimnisse des Atomzeitalters freigegeben werden, erfahren die Amerikaner, was ihre Regierung im Kalten Krieg bereit war zu tun, im Kampf gegen die Sowjets und für die Geheimhaltung. Erst nachdem der Kalte Krieg in den 90ern beendet wurde, realisierten viele Amerikaner, was geschehen war. Wie konnte es passieren, dass wir uns fast selbst ausgelöscht hätten? Wieso haben wir Zehntausende Atomwaffen? Warum gibt es so viele Geheimnisse über Dinge, die nicht nur anti-amerikanisch, sondern auch unethisch waren? Amerikas fast schon zwanghafte Politik der Geheimhaltung ist ein Erbe des Atomzeitalters. Was ist heute Top Secret? I saw this as an indispensable part of our effort to restore the confidence of the American people in the integrity of their government. That at the very least, they could trust the United States government to tell the truth and to do the right things.